Okay, was machen wir? Überall Raubschleime, das ist echt eklig. Warte mal. Was passiert, wenn ich... Die ist da nicht, oder? Rudo lebt noch. Alles gut. Hallo? Hallo, Rudo. Ich habe Rudo in den Raubstein reingeworfen. Ich wollte mal gucken, was passiert. Wie alt bist du mit Gucken von Paper Mario? Ich bin gerade bei 13. Okay, wir haben das offen. Ja, wir gehen erstmal da rein, würde ich sagen. Rudo cheatet. Okay. Scheiße. Boah, sind zwei. Du Kacke. Oh. So, kann ich? Seitensprung ist auch keine Rolle, aber ich bin gerade gerollt. So, kann ich denn mit Rudo? Kann ich mit euch gegen was? Okay, ich kann mit Rudo auch nichts gegen die machen. Ich brauche hier einen Boomerang. Ich brauche hier einen Boomerang. Eindeutig brauche ich hier einen Boomerang. Schnell weg hier. Na, dann habe ich nicht gerollt. Wenn ihr es nicht gesehen habt, dann war ich es nicht. Shit, ey. Wo ist denn hier die Lösung? Wo ist hier die Lösung? Nicht watch out. Hier muss ich rein. Ja, na klar. 10 Sekunden. Ich habe keine Deko-Nüsse. Shit. Geht das? Hahaha, yo! Damit kann ich cheaten. Und Kind, ey, die setzt sich einfach auf meine Schatzkiste drauf. Wie kann die nur? Wie kann die nur? So, Boomerang, oder? Bitte, gib mir jetzt den Boomerang. Oh, schöne Blau. Rudo? Rudo! Kannst du wieder runterkommen? Ah, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Jetzt ist vorbei. Oh Gott. Okay. Zack. 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 Nix da, Chris. Verlängerung bis 21. Ja, ich habe ja jetzt gesagt. Alles gut. Wäre ich auch, wenn mich jemand in einen Raubschleim werfen würde. Hä? Das ist voll die nette Kur. Also, das ist voll gut für die Haut, mal so durch so einen Raubschleim durch. So. Alter, jetzt sind so zwei Stück von den Natzen, ne? Das sind irgendwie zwei ganz komisch ineinander von den Viechern. War eine sinnlose Bombe. Ja, Rudos Po macht richtig Schaden. So. Sind hier überall die Items rum. Shit. Hä, kann ich die nicht anvisieren? Ich kann die irgendwie nicht anvisieren.
Doch jetzt ging's gerade. Okay, Double Attack. Okay, einer ist down. Sehr schön. Nee, ist doch nicht down. Schade. Sagt dazu aus. Also der Jabu Jabu hier, der ist richtig voll mit Geschwüren, sag ich euch. Der ist richtig, der hat's richtig verkackt. Der hat richtig viel geraucht. Deswegen hat er auch die Fackel im Mund. Hey, ist gar nichts passiert. Achso, ich habe jetzt irgendwo einen weiteren Platz freigespielt, glaube ich, ne? Ja, wenn das so toll ist, dann gönn dir doch ruhig auch einen nächsten Raubschleimer für dich allein. Nee, ich will ja was für euch übrig lassen. Also wenn ihr da auch mal durch wollt, durch so einen Raubschleim, immer gerne. Ich lasse euch den Vortritt, ne? Also, das kann nur gut tun. So, da hinten ist einer frei. Oh Gott. So. Aua. Jawohl. Erst willst du es vor der Planke jagen und dann sollen wir einen Raubschleim rein. So nett bist du zu deinen Freunden. Nur das Beste. Frisches Wasser und ein schönes Raubschleim-Peeling. Beste Qualität, sage ich euch. Beste Qualität. So. Da waren wir schon drinnen. Schnell vorbei. Ist die Rache wegen dem Rad. Genau. Ich passe. Verstehe ich jetzt gar nicht. Ist for free. Umsonst. Für meine Freunde alles umsonst. Gerne so oft ihr möchtet. Alles for free. Halber Preis. For free, nur halber Preis. So, zack. Zack. Aua. Und zack. Sehr schön. Und Tür geht auf, okay. Ich glaube, da gibt es Theorien über die Raubschleime. Erzähl mal eine. Erzähl mal eine Theorie. Ich meine, die Goronen, die fühlen auch so ein schönes Lavabad, denke ich. Das finden die auch gut. So. Weiter durch die nächste Türe. Ach, hier sind wieder nur Seifenblasen. Okay, gut zu wissen. Was? Vielleicht sollten wir von den Goronen Massengoronenrüstung Lieferung anfordern. Warum das denn? Halber Preis? Ich glaube nicht. Wüsste gerade keine, sorry. Ah ja. Meine Theorie ist, dass der Zelda-Junge heimlich einen Shop mit Deko-Schildern führt und da müssen wir nach der Raubschleimkur alle bei ihm einkaufen. Ja. Ihr habt es verstanden. Und das auch zum halben Preis. Ne? Das zum halben Preis. So, wir haben alles getötet und alles weggejuckst. Hier war übrigens gerade... Haben wir gerade ein Schild bekommen? Er hat es zugegeben. So. Jetzt können wir doch theoretisch hier uns droppen lassen, oder? Ja, das sieht gut aus. Und da kriegen wir sogar eine Skuldi. Sehr schön. Aber, komm mal kurz her, ich zeig dir, was ich für deinen Raubschleim halte. Ja, ich hoffe nur das Beste. Du kriegst eine Ehrenmassage. Das sind 10.000 Muskeln, die über dich drüber rollen. Naja, Goronen sind eher launisch. Mit Hitze und Lava in Twilight Princess verbrennen sich Goronen
den Arsch in Lava und Breath of the Wild können Goronen keine Wüstensitze vertragen. Bei einer Schreinquest. Tja, es gibt immer wieder komische Sequenzen im Spiel. Aber hier sind die hart im Nehmen. Hier schwimmen die bestimmten Lava. Das ist halt, früher waren die noch alle richtig hart, die Goronen. So, wie machen wir das jetzt? Degustik. Degustik und Boomerang, würde ich sagen. Zack. Let's go. Wie teuer wären die Deko-Schilder bei dir? Hä? Ich verstehe jetzt nicht die Frage. Im Kokiri-Dorf kosten die 40 Rubine. Also bei mir, abseits vom Schuss, und ihr habt gerade keinen und braucht einen, also die Hälfte 200 Rubine. Ne? Normalerweise 400 im Sonderpreisangebot. Billig. Also Schnäppchen. So, dann lass mal kämpfen gegen Octorok. Das ist niemals die Hälfte. Glaubensack! Ja, ich muss ja auch was verdienen, Leute. Ich muss doch gucken, wo ich bleibe. So, mein Freund hier, zack. Oh, oh. Ah! Aua. So, und dann. Bam, Alter. Boah, One-Hit. Es war ein One-Hit. Yeah, Mann. Du. Sehr schön. Und die Skull, die können wir auch mitnehmen. Wir können halt jetzt übelst viele Skulldies holen, ne? Die wir vorher nicht holen konnten. Theoretisch müssten wir auch in die ganzen einzelnen Dungeons nochmal rein. Ah. Theoretisch schon. Den Boss verstand ich nie. Gibt es da irgendein Muster? Naja, ich glaube, man kann sich hitten lassen, dann dreht er sich rum. Oder man muss halt auf gut Glück über den Boomerang reinwerfen. Und irgendwann trifft man den von hinten. Und dann halt mit dem Deko-Stick drauf oder mit dem Schwert und dann geht es eigentlich ganz gut, denke ich. So, was ist denn hier los? Es gibt noch mehr Möglichkeiten für den Deko-Schild als den Laden. Es gibt noch welche im Brunnen- und Wüstentempel. Das stimmt. Shit. Oh ja, zwei auf einmal. Zack. Zack. Das war sehr gut. So, mal gucken, was wir hier Schönes bekommen. Ah, wieder Krabbelminen, schon wieder. Hast du vor, 100% zu machen? Ich würde es gerne versuchen, ja. Wenn ihr da Bock drauf habt, würde ich es gerne versuchen. So, noch eine Skulltie, 28. Ich verkaufe Deko-Schild im Laden neben Chris für nur 10 Rubine. Aber das ist billige Ware. Aber erzählt sich weiter. Richtig billig war es das. Das ist, Plastikholz. Das zeigt dann auch das große Schild über meinem Laden mit einem Pfeil nach rechts. Neben mir, der verkauft nur Schrott. Shit, was ist das denn? Oh, das war aber gut. Zack. Nochmal. Stimmt, ich kann ankaufen und teuer weiterverkaufen. Das ist eine geile Idee. Das ist eine richtig geile Idee. So wie das mit Belo Langschwert von Goron. Genau, bei dem sollte man auch nicht einkaufen. Okay, der hat keinen Schalter.
Oh, was ist denn das? Guck mal, hier ist alles überflutet. Oh, Spider-Kuh. Spider-Kuh, Spider-Kuh. Ich habe den Deku-Bomb gefällt. Ich habe 10.000 Deku-Schilde für 10 Rubine pro Schild. Bock habe ich, wird aber schwer für dich. Ah ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, denke ich. Wir schauen mal. Okay, wir müssen den auf jeden Fall hier stunnen und dann Stück für Stück uns vorarbeiten. Okay. Zack. Zack. So, jetzt müssen wir da ganz schnell drauf gehen. Und dann müssen wir gucken, dass wir da hochkommen. Hä? Von wem habe ich gerade Schaden bekommen? Die Kugel. Okay, warte. Der hat aber keinen Schall. Was ist denn mit der Kuh? So, warte mal. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, was passiert? Boss-Tür geht auf. Okay. Cool. Wie hole ich mir die Skuldi da? Aha. Aber sie sieht glücklich aus. Genau, das ist ja das Wichtigste, oder? Was mit der Kuh da? Meint ihr, die Kuh hat einen Schalter? Mal so. Ne, ich habe einfach gerade durchgeworfen. Also die dürfte keinen Schalter haben, diese Kuh. Boah, Alter. Diese Geräusche, ne? So, und der Boomerang. Wenn die Kuh runterfällt, gibt's da Magecheck? Gute Frage. So, komme ich da hin? Jo. Das ist Nummer 29. Eine noch, dann kriegen wir unseren ersten Preis. Ich hoffe, das ist die Börse. Das wäre geil. Aber. So, Leute. Seid ihr bereit für den Fight? Au. Au. So. Let's go. Ich warte noch drauf, dass irgendwas an dem Boss anders ist, ne? Dass der irgendwie nochmal krasser oder besonderer ist. Ich meine, manchmal halten die mehr Leben aus. Haben wir jetzt bei Goma am Anfang schon gesehen gehabt. Wir sind allzeit bereit für den Fight. Ich hab Schlagsahne, weil die Kuh aufschlägt. Okay, Leute. Ready, Getty, go! Steady, nicht Getty. So, zack. Alter, wenn ich jetzt hier nicht anvisieren dürfte, ne? Das wäre richtig eklig. Das wäre richtig eklig. So. Also ein paar Deku-Nüsse wären halt auch richtig geil. So, warte mal. Ich kann jetzt schon ein Stück... Ah, ich habe Deku-Nüsse. Dann nehmen wir alles mit. So, warte. Zack, Alter. Oh. Zack. Ich glaube, das funktioniert nicht so, wie ich mir das denke. Sehr schön. Aua. Zack. Nein. Aua. So, zack. Und jetzt... Letzte Runde, letzte Phase. Sehr schön. Oh Gott. So, los jetzt. Los jetzt, los jetzt, los jetzt. Und ja, das war doch gut. Den Boss fand ich normal schon schwierig. Also ich bin ganz ehrlich, ich fand den auch, ich wusste früher immer nicht, wie ich den machen soll am besten. Aber ich muss sagen, wenn du mit dem Bumerang arbeitest und dann diese Dinger, wenn die, also diese Quallen, wenn die frei liegen, einmal eine Deku-Nuss wirfst, dann gehen die halt alle auf einmal weg. Das ist halt super nützlich. Und dann halt noch mit dem Deku-Stick zusammenarbeiten, richtig nice. Da geht es eigentlich ganz gut, muss man sagen.
So. Leute, wir werden jetzt gleich groß werden. Wir werden gleich erwachsen. Und ich bin gespannt, wie wir aussehen, wenn wir erwachsen sind. Da bin ich echt gespannt drauf. Es ist halt mal eine Frage an euch nochmal. Habt ihr jetzt eher Bock drauf, dass wir nochmal in die Dungeon reingehen und Skullies farmen? Oder doch eher Bock drauf, jetzt erwachsen zu werden? Gleich. Und noch ein bisschen weitermachen als Erwachsener. Den Wuhaladen erlag einem mysteriösen Feuer. All deine Deko-Schilder habe ich genommen. Du arbeitest jetzt für mich. Niemals. Erwachsen. Okay, wollen alle erwachsen sein. Aber ich würde sagen, wir holen uns noch eine Skulti, oder? Eine Skulti. Und damit wir ja noch den Preis holen können beim Skulti-Haus. Oder? Ich denke, das ist gut so. Hier geht es das Vieh eklig. Welches Vieh? Kann sein, dass Eva hinterherhängt? Ob er dann noch pinke Haare hat? Möglich. Hatten wir hier drinnen noch eine D? Wir hatten hier noch eine Skulti, ne? Wir hatten sogar noch zwei, glaube ich. Warte. Ich überlege gerade. Ich glaube, zwei Skultis. Die holen wir uns noch. Wir machen den dann schon fertig noch. Ach so, das war ja hier. Ach, der Anfang ist so eklig hier. Wir holen uns schnell hier alle Skultis, Leute. Dann können wir den nämlich schon als abgeschlossen betrachten, hoffe ich. Das können wir jetzt auch stunnen, das ist auch richtig schön. So, hier müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo eine Tür aufkriegen. Okay. Shit. Okay. Dann